21:17 Sunnyside Rangierbahnhof New York Penn Station, 11:29 Uhr. Fahren Sie einen Leerzug von Sunnyside Rangierbahnhof nach New York Penn Station. Es handelt sich um den Acela Express Amtrak 531,2 Tonnen, 8 Wagen und 199 Meter lang auf der Strecke New York Penn Sunnyside Rangierbahnhof. Und zwar werden wir heute eine Bereitstellungsfahrt vornehmen vom Rangierbahnhof zur New York Penn Station. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3, der Danny spielt das. So, das machen wir schon mal vorwärts. Müssen hier natürlich noch 3 km/h BRMPH, so. Müssen hier noch ein wenig Licht einschalten. Zack. Zack. Das war's. Da müssen wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme einschalten. Zack. Zack und zack. So, dann machen wir die Tür wieder zu. Setzen uns hin. Dann sind wir eigentlich abfahrbereit, würde ich sagen. Müssen natürlich noch können uns ja mal draußen umschauen, wo unser Zug sich befindet. Da vorne, da ist er. Genau. Da stehen wir zwischen etlichen anderen Zügen. Nahverkehrszüge, Fernverkehrszüge. Und müssen hier gleich abfahren in gut einer Minute. Wenn das natürlich auch sorgfältig ist, tun. Wenn ihr mal so ein bisschen näher rangeht, dann seht ihr, dass der schon ein bisschen dreckig ist. Eine Waschstraße tätig ganz gut. Aber das in einem anderen Szenario oder in einem anderen Video. Wir müssen ja mir hier so ein bisschen umschauen. Da steht noch ein Fernverkehrszug. Ist aber noch nicht besetzt. Aber schon aufgerüstet. Hier stehen einige Nahverkehrszüge. So, wir haben Ausfahrt. Das heißt, wir lösen die Bremse. So. Und dann werden wir nicht mehr als 3 mph fahren. Entschuldigung. Nee, kmh, ich habe das auf kmh gestellt. Ich hoffe, das ist okay. So, wir fahren ab. Ganz langsam. So wie es sich gehört. Obwohl ich das schon echt sehr übertrieben langsam halte. Also für sehr übertrieben langsam, muss ich wirklich sagen. Aber das ist nur meine Meinung. 2039 ist unsere Zugnummer. Während ja links von uns, also wenn man drin sitzt, links von uns die 2028 steht. Selber Zugtyp. So, jetzt dürfen wir gleich 13 km/h fahren. Also ich habe das mal auf kmh umgestellt, weil ja, ihr könnt das natürlich so belassen, dass das der mph ist. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, stellen uns hier langsam aus dem Bahnhof raus. Aber da ist ja die Tür noch offen. Was soll das denn? Wieso habe ich denn die Türen offen? Wieso? Das geht ja gar nicht.
beide eigentlich auch nichts bei. Wer ist ja Rangierfahrt, sitzt hier keine Passagiere drin. Aber trotzdem. Das ist mir wahrscheinlich vorhin beim Richtungswende einstellen passiert, dass die Türen geöffnet wurden. Aber ja, das passiert. Ist ja Gott sei Dank noch aufgefallen, bevor der Fahrdienstleiter was gesagt hat. So, dürfen wir jetzt gleich mal endlich 13 km/h fahren? Wäre doch ganz schön, dann können wir hier mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Wahnsinn. Also diese Geschwindigkeiten hier, absolut Wahnsinn. Unnormal langsam, wirklich unnormal langsam. Aber das gibt uns ja so ein bisschen die Möglichkeit, hier so ein bisschen den Drehgestellen zu schauen. Während hier die Schiene wechseln, das Gleis wechseln, das sieht man auch nicht alle Tage. Ich würde wirklich sagen, es ist auch mal ein schöner Anblick. Zack, aufs andere Gleis. Wunderschön. Trotzdem wäre es mal schön, wenn wir mal so langsam ein bisschen aufschalten könnten hier. Hey, wir dürfen ein bisschen schneller fahren. 7 mph. Wunderbar. So, 7 mph dürfen wir. In km/h ist das natürlich ein bisschen schneller. Sind es dann schon mal 10 km/h? Also 7 mph entsprechen 10 km/h. So, so. 11 km/h. Ich hoffe, dass wir pünktlich an der Station sind. Nicht, dass wir jetzt hier, wer weiß, wie trödeln. Das wäre natürlich nicht so schön. So, dann dürfen wir gleich schon mal ein bisschen schneller. 97 km/h.
Garantiert noch ein Nahverkehrszug fährt. So, und ab jetzt haben wir keine Oberleitung mehr. Seht ihr es? Und trotzdem fahren wir. Ohne Probleme. Wir haben keine Oberleitung mehr. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist doch mal auch nicht schlecht. Das bewegt sich jetzt komplett ohne Oberleitung fahren. Wahnsinn. Und trotzdem gibt es keine Probleme. Das ist doch mal wieder ein geiler Bug, oder? Übrigens, wenn ihr möchtet, dass ich wieder auf MPH gehe, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr das mit dem Karma zu verwirrend haltet, ist überhaupt kein Thema. So, es kommt mal ein bisschen Geschwindigkeit in die ganze Sache rein hier. Übrigens immer noch stromlos. Jetzt haben wir wieder Strom im Tunnel. Wahnsinn. Ups, ich bin zu schnell. Langsamer werden hier. Mit 2,3 Kilometer sind wir dann auch schon in New York Penn Station Gleis 2, 12. Ich finde so ein Szenario zu fahren auch mal ganz schön. Dass man nicht immer, wer weiß wie lange Szenarien fährt, sondern halt auch mal so kleine Bereitstellungsszenarien.
So, Licht am Ende des Tunnels, sagt man doch so schön, oder? So sieht es eigentlich aus hier in diesem Führerstand. Nein. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das mal ganz kurz auf. Weil das ist dann doch irgendwie einfacher, wenn man das landestypisch hat, finde ich. So, gleich 15. Ich sage, dann machen wir das schon mal. Was gleich wieder Mecker gibt. Weil ab dem blinkenden Signal da vorne, falls ihr es seht, gilt die 15. Wobei, nee, das sind noch 600 Meter, 650, das wäre dann doch zu nah. Okay, ab dem nächsten Signal da hinten. Hier noch nicht, aber ab dem nächsten Signal auf jeden Fall gelten dann die 15. Aber das ist auch ein bisschen. Na gut, hier geht es ein bisschen bergauf. Alles gut. So, noch ist alles grün. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Also dieser Alarm, der da immer aufleuchtet, der leuchtet ja in diesem im Display Alert auf. Oder Alert. Alert. Das ist praktisch sowas wie die deutsche SIFA, die man alle 30 Sekunden drücken muss. Und falls man das nicht tut, gibt es halt die sehr bekannte Zwangsbremsung. Die gilt es natürlich zu vermeiden. Ansonsten sind die Zugsicherungssysteme sehr einfach zu erlernen oder sehr schnell zu erlernen, sagen wir mal so. So, und jetzt gleich ab Tunnelausgang gelten da die 15. Ab dem Signal da vorne. Da muss man dann halt auch mal kurz bestätigen, dass man das wahrgenommen hat. Und dann ist wieder alles gut. So, da wären wir an der Station angekommen. Jetzt müssen wir nur noch zum Gleis kommen. Gleis 12 ist unseres. Dort müssen wir den Zug dann bereitstellen, damit er dann halt auf Fahrt gehen kann oder auf Strecke gehen kann. Ah, wir fahren geradeaus. Das ist einfach. Das ist sehr schön. Das könnten wir dann in einem nächsten Szenario praktisch, wenn wir den Fahrplan weiterfahren würden, in Angriff nehmen, den Zug dann weiter nach Washington oder wo auch immer hinfahren. Aber das wird heute nicht geschehen. Heute spiele ich hier nur diese Bereitstellung. Denke, das ist auch mal sehr, sehr angenehm, als immer von A nach B zu fahren, beziehungsweise in einem längeren Szenario zu fahren. Sowas auch mal zu machen. Zug bereitstellen finde ich persönlich sehr, sehr schön, dass man sowas auch mal machen kann. So, hier wird schon fleißig gewartet auf uns. Hier schon mal so ein bisschen zurückschalten. Null. Fahrschalter aus. Bremse schon mal ein bisschen anziehen. Nicht zu viel. Wir wollen ja nicht,
hier vorne schon stehen bleiben, sondern wenn möglich auf der Markierung. So. Ein paar Meter haben wir noch. Oder ein paar Yards, so wie es hier steht. So. Das dürfte genügen. Sehr schön. Wir öffnen die Türen. An diesem Bahnhof in New York Penn Station. So. Und dann haben wir das Szenario schon geschafft. Bekommen wir den Gold? Bronze. Warum denn? Sind wir zu spät gewesen? Warum auch immer. Naja, ihr könnt euch euer eigenes Urteil bilden, warum wir eine Bronze bekommen haben. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende. Es ist erst Freitag. Ja, es sind nur noch 2 Wochen, dann fahre ich nach Leipzig. Ich freue mich da tierisch drauf. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Das war's für den Einstieg. Mehr folgt morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.